Blümchen. So, es ist wieder Montag. Wir wollen ein bisschen was tun. Warm-up als allererstes. Wir haben 40 Sekunden Arbeit pro Übung. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Übungen. Und wir machen 2 Runden. Wiederholen also die ganze Nummer einmal, wenn wir durch sind. Ja? Wir haben Jumping Jacks. Wir haben wahrscheinlich schon ein paar von gemacht. Wenn es langweilig wird, dann könnt ihr mal hier so einen Split Step machen oder immer mit den Füßen in der Mitte treffen oder mal die Arme vor und zurück. Halt auch immer ein Mix it up. Dann nehmen wir uns eine Kettlebell. Wenn ihr den Luxus nicht habt gerade, nehmt euch irgendwie eine Kleinigkeit, eine Flasche oder Kartoffelsack oder was auch immer. Ja. Jetzt geht ihr in eine Liegestützposition neben der Kettlebell oder dem Gewicht, greift durch, zieht es rüber auf die andere Seite, rüber auf die andere Seite, rüber auf die andere Seite. 40 Sekunden. Dann haben wir Up and Down, also im Prinzip ein halber Burpee. Und stehen. Und stehen. Hollow Rocks. Schön festmachen und vor und zurück rippen und dann Y-Squats. Dazu stellt ihr euch auf ein Bein, versucht die Balance zu finden. Ihr könnt leicht ins Knie gehen, ne, dass ihr ein bisschen besser ausbalancieren könnt. Und jetzt malt ihr mit dem freien Fuß so ein Y auf dem Boden. Nach hinten. Ja, geht immer nur so weit runter, wie ihr das gut halten könnt. Guckt, dass das Knie über dem Fuß bleibt und nicht nach innen wegkippt. Ja? Gut. 40 Sekunden pro Übung für 2 Runden. So, dann wollen wir ein bisschen was zu Kraft machen. Wir haben in den letzten Wochen ja schon so ein paar Geschichten gemacht. Ne? Wir haben Tempoarbeit relativ viel gemacht. Wir haben Holds gemacht, wenn ihr euch die an die Handtücher erinnert. Eine weitere Sache, die man schön macht und die ja für uns im CrossFit vor allen Dingen auch nicht ganz unwichtig ist, ist immer Kraft unter Belastung zeigen oder Spannung unter Belastung. Das heißt also, wenn ihr schon atmet und vielleicht auch muskulär schon vorher müde seid, dann trotzdem noch irgendwie richtig Spannung aufbauen zu können, wenn wir dann hier irgendwie wieder was Schweres haben, an eine schwere Hantel zu gehen oder. Ja? Das machen wir heute so ein bisschen. Jetzt muss man erstmal durchsteigen, was überhaupt im Modify steht. Also, wir haben 3 Übungen im ersten Block. Davon sind 2 eher dazu da, dass ihr halt ein bisschen muskulär vorermüdet und irgendwie auf Touren kommt, das Herz anfängt richtig zu schlagen. Und dann haben wir ein bisschen Tempoarbeit hinterher. Machen wir so Gag-Squats. Ja? Wir machen 30 Sekunden pro Übung. Übung 1, Übung 2, Übung 3. Dann das Ganze nochmal. Übung 1, Übung 2, Übung 3. Und dann machen wir eine Minute Pause. Und dann wiederholen wir das Ganze nochmal. Ja? Also 3 Minuten Arbeit im Prinzip. Eine Minute Pause. Machen wir 3 Minuten Arbeit. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Block. Ja? Aber erstmal den ersten Block hier. Also, wir haben diagonale Mountain Climbing. Push-Up-Position und dann im Wechsel rechtes Knie zum linken Ellenbogen und andersrum. Wir haben Skater-Jumps, auch die kennen wir schon viel gemacht, tiefe Position über beim Wechsel. Und dann Gag-Squats. Nehmt euch was, wo ihr die Ferse drauflegen könnt, mit dem Seil. Ja. Prisoner Gag Squats steht jetzt da, also ihr könnt die Hände hier hinter den Kopf nehmen und wir wollen 4 Sekunden in der Exzentrik arbeiten. 1, 2, 3, 4, auf. 1, 2, 3, 4, auf. Okay? Schaut, dass ihr da das Tempo haltet, okay? Darum geht es so ein bisschen. Gut, der nächste Block funktioniert genauso wie der erste. Wieder 30 Sekunden pro Übung. Diesmal haben wir eine Übung,
um euch ein bisschen auf Touren zu bringen, High Knees. Und dann machen wir ein bisschen Krafttraining. Ja, jetzt unilaterale Geschichten. Wir machen Shrimp Squats, auch hier mit Tempo. Ich gebe euch noch ein paar Alternativen mit, falls die Shrimp Squats nicht gehen. Wir gehen mal die Übung durch. High Knees, kennt ihr, wie ihr hohes Gebiss. Sekunden. Dann Shrimp Squats. Idealerweise steht er auf einem Bein, anderes Bein ist angewinkelt und jetzt bringt er das hintere Knie zum Boden und steht von da wieder auf. Ja? Wenn das nicht funktionieren sollte, könnt ihr im Prinzip negativ runtergehen, bis ihr am Boden angelangt seid, den Fuß ablegen und jetzt mit möglichst wenig Druck über den hinteren Fuß wieder aufstehen. Ja, ein bisschen schwerer wird es noch, wenn ihr den Fuß hier reindreht, dann könnt ihr nämlich nicht so viel drücken und müsst mehr über euer Standbein aufstehen. Ja? Das Ganze wieder mit Tempo, also 4 Sekunden exzentrik. 1, 2, 3, 4 und auf. Ja? 30 Sekunden rechts, 30 Sekunden links. Das Ganze nochmal, High Knees. Shrimp Squats eine Seite, Shrimp Squats andere Seite, dann eine Minute Pause, dann das Ganze nochmal und dann kommt der nächste Block. Und der sieht ein bisschen anders aus, das sind 4 Runden, 30 Sekunden pro Übung. Wir haben einmal Alternating Hollow Rock to Pistol und ein Superman Hold. Ja, also 30 Sekunden, wir haben die damals in der Pistol Progression gemacht, Hollow. Zum Pistol, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links und dann Superman Hold auf den Bauch, Füße zusammen, Arme lang, halten. Ja? Dann Pause 30 Sekunden, das Ganze für 4 Runden und wenn wir das durch haben, dann fangen wir nochmal ganz von vorne an und machen nochmal die Mountain Climber, Mountain Climber Skater Jump, Gag Squat Geschichte, Shrimp Squats und nochmal den Hollow Rock to Pistol und Superman Hold. Okay? Also das Ganze dann nochmal wiederholen von vorne. Geil. Gut. Freunde, habt Spaß. Hab euch lieb. Küsschen.